Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ecclesion und heute schauen wir uns mal den Itemshop an, denn mit dem Wintertag Festival kommt natürlich auch was Neues in den Shop. Und wie wir sehen können, der Wintertag ist ungefähr vom 14. Dezember bis zum 3. Januar und hier testen wir ein paar Sachen aus. Ihr könnt einen Zauberer-Hut für Lau kriegen. Ja, ihr solltet auf jeden Fall vielleicht, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, ein paar von denen kaufen, denn die kosten sowieso nichts. Und das finde ich auch so schön an diesem ganzen Itemshop. Es gibt Sachen auch umsonst. Dann gibt es auch noch viele andere Sachen, wie zum Beispiel solche Ohrwärmer. Ich meine, bei einem Char sieht man die nicht wirklich gut, aber es ist okay, denke ich mal. Außerdem könnt ihr auch Waffenskins euch mal wieder besorgen. Entweder zahlt ihr die halt mit diesen Edelsteinen oder ihr könnt diese Skins auch irgendwie finden während dieser Wintertage. Deswegen solltet ihr recht aktiv sein und ein bisschen mitmachen und euch die Sachen anschauen. Es werden sowieso weitere Videos folgen, in denen ich euch ein paar Sachen zeige. Interessante Events vielleicht, was es halt gibt, wie man vielleicht an das ganze Zeugs kommen könnte. Und ihr könnt auch auf der offiziellen Seite nachschauen. Ich denke mal, wenn ich nicht drauf vergessen werde, werde ich den Link auch dazu liefern. Und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Und hier mit diesen Transmutationssteinen könnt ihr dann einfach diese Waffenskins dann auch später wieder übertragen. Von daher, sie gehen eigentlich nicht verloren, außer ihr verkauft die Items, die ihr schon verwandelt habt. Das wäre natürlich dann nicht so prickelnd und nicht so gut, aber ja, es könnte passieren. Deswegen passt auf, was ihr mit eurem Inventar macht. Dann wird das auf jeden Fall nicht der Fall sein. Und wie ihr seht, diese ganzen Waffen, die sehen eher so ein bisschen hölzern, lebkuchenmäßig, wie auch immer aus. Und haben dann so einen leichten Schimmer drauf und leuchten. Und sonst dieser Festivalhut, der ist auch sehr nett. So eine Weihnachtsmütze vom Santa Claus. Und hier hätten wir auch ein komplettes Outfit. Mir gefällt die Farbe und die Lederoptik nicht wirklich, aber es wäre passend. Ich denke mal, vielleicht ist ein männlicher Char nicht wirklich das Ziel Nummer 1 davon, aber wenn ihr auf sowas steht, wenn euch das gefällt, kauft es euch und schaut euch die Items noch selber an. Sonst gibt es auch noch so eine Mystery Box, da kann alles mögliche drin sein. Mit den Geschenken könnt ihr andere Sachen erwerben, dazu soll es, denke ich mal, auch vielleicht noch ein Video extra dafür geben, ja, wieso nicht. Und sonst, der restliche Teil, der hat sich nicht wahnsinnig viel verändert. Die Booster sind ungefähr dieselben, wie auch sonst immer. Bei den Minis hat sich's verändert. Ihr könnt diese Spielzeuge während den Events momentan kriegen und herstellen. Wenn ihr das nicht schafft und nicht könnt, dann könnt ihr die auch dann kaufen für Edelsteine. Oder wenn ihr einfach keinen Bock drauf habt, wenn ihr zu viel Kohle habt, dann gebt sie aus. Wieso nicht? Ihr könnt Zeit sparen und könnt die Zeit dann anders wie... ja, anders einsetzen oder andere Sachen machen. Ich meine, ich will da nicht urteilen. Und sonst hier ganz kurz, habt ihr das schon gemerkt? Haben Legendaries wirklich eine andere Farbe bekommen oder habe ich noch nie eines gesehen? Bitte in den Kommentaren. Und ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal in Guild Wars 2.